Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung der 10. Etappe der Tour de France 2021. Die Etappe von heute bestand aus 190 Kilometern zwischen Albertville und Valence. Die Etappe von heute hatte nur einen Anstieg der vierten Kategorie und dadurch war die ideal für Sprinter und die maximalen Favoriten Cavendish, Van Aert, Philipsen und Peter Sagan waren. Nach einem scharfen Start bildete sich die Gruppe des Tages. Diese bestand nur aus zwei Fahrern, dem Belgier Tosh van der Sande sowie dem Kanadier Hugo Hull. Das Duo bekam früh einen etwas größeren Vorsprung von mehreren Minuten zugestanden, aber dahinter kontrollierte früh die Koenig-Quickstep den Abstand. Die Bergwertung des Tages holte sich am Col de Coux Hull. Den Zwischensprint in La Placette gewann van der Sande. Dieser war aber vom Veranstalter nicht in der Ebene platziert worden, sondern an einem Anstieg. Um Cavendish keine leichten Punkte zu überlassen, zogen deshalb im Feld die Teams von Matthews und Sonny Colbrelli das Tempo an. Der Italiener setzte sich vor dem Australier durch, Cavendish holte keinen Punkt. Nach einem Sturz, der fast das gesamte Team von Ineos Grenadiers traf, kam ein wenig Unruhe das Feld. Doch sowohl Geraint Thomas als auch Richie Porte fanden wieder den Anschluss. Gut 35 Kilometer vor dem Ziel war es dann um die beiden Ausreißer des Tages geschehen. Zunächst wurde van der Sande gestellt, kurz darauf Hull. Am nicht kategorisierten Anstieg nach Bürokit-Barret gelang es den anderen Sprintermannschaften nicht, Cavendish erneut abzuschütteln, stattdessen löste sich dessen Team an die Spitze. Während der Träger des grünen Trikots keine Probleme hatte, ereilten diese dann seinen wohl größten Kontrahenten Colbrelli in der Abfahrt. Der italienische Meister hatte einen Defekt und fiel aus dem Feld heraus. Zwar kämpfte er sich mit der Hilfe seiner Teamkollegin wieder zurück, beendete den Tag aber nur auf Rang 17. Durch starken Wind auf den letzten 20 Kilometern teilte sich das Peloton in mehrere Gruppen. Einige Sprinter wie Greipel oder der Niederländer Zets Bol mussten sich wieder rankämpfen. Viele Fahrer verloren aber den Anschluss an das Feld. Von den Klassementfahrern als auch von den Sprintern war aber niemand betroffen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Mannschaft von Cavendish ganz vorne eingereiht und bereitete lehrbuchmäßig den Sprint für den Briten vor. Am letzten Kilometer hatte er noch drei Helfer zur Verfügung. Erst auf das Ziel geraten, schwenkte Davide Ballerini aus, so dass Anfahrer Michael Morkow Cavendish mit hohem Tempo an den letzten 100 Meter in den Sprint schicken konnte. Weder Van Aert noch Philipsen kamen mehr an der Manx-Missile vorbei, die zum 33. Etappensieg ihrer Karriere abhob. Hier sehen wir die Top 10 der Etappe. Erster wurde Cavendish, zweiter Van Aert, dritter Jasper Philipsen, vierter Nasser Boani, fünfter Michael Matthews, sechster Michael Morkow, siebter André Greipel, achter Peter Sagan, neunter Anthony Tschirkis und zehnter Zets Bol. Und die Gesamtwertung sieht jetzt so aus. Pogacar ist immer noch der Leader. Zweiter ist Ben O'Connor mit 2:01 Rückstand. Dritter Uran mit 5:18. Vierter Vingegaard mit 5:32. Fünfter Carapaz mit 5:33. Sechster Enric Mas mit 5:47. Siebter Wilco Kelderman mit 5:58. Achter Alexei Lutsenko mit 6:12. Neunter Guillaume Martin mit 7:02. Und zehnter David Gaudu mit 7:22 Rückstand. So, das war's jetzt mit der Zusammenfassung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und wir sehen uns dann morgen mit der Zusammenfassung der 11. Etappe. Mach's gut!